Schlangen, hinterlistige Schlangen! Ihre geschmacklose Affäre wurde aufgedeckt! In all meinen Jahren habe ich noch keinen Mann gesehen, der sich vor Kummer so verzehrt wie unser König! Sein Herz wurde von dieser Guinevere und seinem ehemals treuesten Ritter, dieser gottlosen Kreatur Sir Lancelot, zerrissen! Er hat seine Ritterschaft befleckt! Artus hat die Tafelrunde aufgelöst und die Königin zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Eine gerechte Strafe möchte ich anmerken. Die Tafelrunde aufgelöst, ein Held entehrt und ein König, der seine Königin hinrichten lässt, dass ich so einen Tag noch erleben muss. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Aufgabe. Kein Mann sah wohl je abwesender aus als Artus, als Guinevere zum Scheiterhaufen gebracht wurde. Aber als die Zweige Feuer fingen, brach Lancelots mächtiges Streitross durch die Menge und rettete sie vor den züngelnden Flammen. Die Ritter umzingelten sie beide, aber Lancelots Gesicht war wie das eines Dämons, während er sein Schwert schwang und Sir Gawains Brüder Gaheris und Gareth brutal hinschlachtete. Ich hätte nie gedacht, dass Lancelot zu so etwas imstande wäre. Vielleicht hat Morgans Fluch uns nun doch getroffen. Artus hat seinem ehemaligen Helden Rache geschworen und will Lancelots Burg Joyeuse Garde in Frankreich belagern. Ja, genau, dachte ich, dass es die Mission ist. Ziele! Erreicht Sir Lancelot Niederlage, Gawain stirbt oder Artus stirbt. Tipps. Ihr müsst eure Truppen und Ausrüstung beschützen, um die Welle zu durchbrechen, denn es gibt nur einen Weg hinein. Der Hügel rechts vor der Burg ist ein guter Standort für eure Katapulte. Sorgt dafür, dass sie vor dem Bogenschützenfeuer sicher sind. Setzt die beteiligten Schutzwände und Katzen ein, was waren das? Ach, das waren diese, ja, okay. Um die Truppen vor feindlichen Geschossen zu schützen. Katzen sind diese länglichen, ich zeig's euch dann. Sir Gawain kann auch seine Macht einsetzen, um ein Schild gegen Geschosse zu bilden. Ah, also hat das vorhin vielleicht doch was gebracht. Bringt eure Truppen nicht zu nah ans Wasser. Die turmmontierte Mangel könnte sie ins Meer stoßen. Das bedeutet sofortigen Tod. Seht euch die Burgverteidigung an, sie werden beträchtlich geschwächt werden müssen, bevor euer Angriff startet. Okay, die Katze. Robuster als die Schutzwand und hervorragend, um Truppen vor Fallen und Bolzen zu schützen. Sehr nützlich, um zum Beispiel Truppen zu schützen, die einen feindlichen Burggraben aufhüllen. Truppen in der Nähe der Katze sind vollkommen immun gegen Geschosse. Ach, das ist das Einzige, was wir neu kriegen. Herr, ich bedauere zutiefst, dass es zwischen euch und Sir Lancelot zu diesem Zerwürfnis kommen musste. Dass wir nun seine Burg belagern müssen, ist in der Tat ein schwarzer Tag für Albion. Na toll. Was haben wir denn? Was sollen wir für euch tun? Drei Katapulte. Zieht los. Oh ja, das wird echt hart. Hab ich ra. Ein. Eure Ritter stehen bereit. Ehre haben wir auch zwei. Was? Warum habe ich zwei Ehre? Was bringt denn das? Ach so, der gehört uns. Verstehe, das heißt, wir kriegen langsam Ehre? Ja! Oh, das ist ja mal nett. Erwarte Befehle! Finde ich gut. Gefällt mir. Vorwärts! My Lord? Mir gefällt nicht, dass Artus nicht seine Fähigkeit einsetzen kann. Also, wenn ich Ehre gewesen wäre. Stellen, Lancelot. Meine Brüder werden gerecht. Hätte ich die Burg bis hier vorgezogen. Das wäre ein super Punkt für ein paar Türme gewesen. Aber weiß nicht wie. Auf die Plätze! Schlachtordnung! Ich hab Schiss vor dem Mann. Muss ich ehrlich sein. Zack, zack! Wir sind eure Leute. Ich lock sie mal an. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, kann ich ja gleich mal gucken, wie weit die Bogenschützen schießen können. In Bewegung. Wir bewegen uns. Ich kann diese so ziemlich stark minimieren, bevor ich überhaupt was machen muss. Gehen in Stellung. Weg mit euch. Bogenschützen in Bewegung. Ah, ich weiß doch gar nicht. Die Männer sind guter Dinge. Lass mich in Ruhe. Nein. Bogenschützen unterwegs. Augen auf, Männer. Ach Mist. Feiglinge. Okay. Ich sollte jetzt eigentlich nicht mit Stein werfen, aber Feiglinge. Feuer!
eure treuen Bogenschützen. Ziehen los! So, das werden wir jetzt gleich rausfinden, wie weit das gut reicht. Unsere Bögen sind ungeduldig. Links sollte man auf jeden Fall nicht angreifen. Das wäre ein Todesurteil. Auf die Plätze, Männer! Okay, dort schießen sie. Wir bewegen uns. Gehen mal schauen, was ich mit den Katapulten so anrichten kann. Ja, Sire. Die sind ganz schön schnell, oder? Befehligt uns. Wie können wir dienen? Genau nach Plan. Oh oh. Prüf nein. Die Waffen. Okay. Welche Prüfung? Geht mal wieder dahin. Nehmt die Armbrüste hoch, Hunde. Da war die Schiss. Baumeister zu Diensten. Gehen los. Rücken vor. Perfekt. So kann man Stück für Stück die Mauern leer schießen. Wir haben ja Zeit. Wenn man die Zeit hat, sollte man sich die Zeit für eine Belagerung auch nehmen. Die meisten Bogen wurden ja sowieso nicht eingenommen, sondern ausgehungert. Echt ein bisschen schade um die Burg. Was ich so unfair finde, die Burgen von denen haben immer bloß eine Verteidigung, die haben keine Wirtschaft, die brauchen nie Wirtschaft. Also wäre wahrscheinlich hier hinten alles voll Wirtschaft. Ah, schieß mal lieber dahin. Da könnte man den ersten Bogenschützen runterkriegen. Braucht ihr etwas? Ort bekannt. Okay. Wie lautet der Plan? Vielleicht kriege ich ja. Ziehen jetzt los! Bitte wegschießen. Perfekt. Unsere Werkzeuge sind bereit. Perfekt. So. Oh, 45. Ich glaube, das ist auch das Ende von der Artus-Kampagne, wenn ich mich recht entsinne. Wenn die Tafelrunde aufgelöst ist, gibt's ja auch keine. Kann es ja auch keine neuen Abenteuer mit Artus geben. Bitte macht ihn da oben kaputt. Ich hätte gerne The Percival wieder. Der war cool. Gebt uns etwas zu tun. Bewegen uns. Nach und nach schießen wir die jetzt alle runter. Gott, hält der mal. Der will was aus. Unsere Bögen werden singen. Brechen auf. Aber ich muss sagen, zum Glück war er nicht so schlau und hat hier einen großen Turm platziert, weil das hätte ich wahrscheinlich noch gemacht. Euer Gnaden? Baumeisterabteilung zieht los! Den Wall würde ich gerne ganz weg haben. Damit der Fall mal drüber rennt. Das müsste auch schneller gehen. Der hält echt sau viel aus, der Wall. Also der ist so dick. Wir sind einsatzbereit. Gut, so kriegen wir auch den Turm mit. Also das Torhaus meine ich. Nach und nach kommen wir so auch weiter. Ach, da ist auch noch einer da hinten. Den könnten wir sogar mit treffen irgendwann. Wenn wir Glück haben. Schieß so lange weiter drauf, wie es geht. Schieß nicht weiter, wenn das fertig ist. Ihr habt doch Zeit, oder?
Nicht schießen Sie danach noch weiter. Also für die, die das ein bisschen langweilig ist, spult einfach mal ein bisschen vor. Das Belagern dauert bei mir immer ein bisschen. Schießt eigentlich direkt drauf. Jetzt haben wir ihn erwischt. Jeder Getroffene ist einer, der uns weniger... Also jeder Tote ist einer, der uns weniger Schaden macht. So, wieder eine Verteidigung weg. Die Baumstämme sind saugefährlich, also ist gut, wenn die weg sind. Können leider bloß den ersten Verteidigungswall so fertig machen. Gawain, zu euren Diensten. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Lord? Was sollen wir für euch tun? Ihr müsst unbedingt dahin gehen. Euch brauche ich für den Fall, dass sie dann angreifen. Ich rechne damit, dass sie angreifen. Dass sie einfach einen Ausfall versuchen. Ah, wenn diese Katapulte nicht wären, wäre es so einfach. Und wenn das Torhaus weg ist, dann kann ich wieder ein Stück vorrücken. Ich glaube, habe ich jemanden erschlagen. Das finde ich übrigens besser als im ersten Stronghold, weil im ersten Stronghold wurden sie vom Stein getroffen und dann sind sie einfach tot gewesen. Und ob sie die noch treffen. Ne, sieht nicht so aus. Oh, doch. Oh, die, boah. Einfach den Stein abgekriegt. Genau, oh, egal. Juckt mich doch nicht. Und viele weg. Gehen los. Kann man die auch gleich mit beschießen. Juhu. Die gehen baden. Zumindest ein paar. Drücke mit der Treppe, ich glaube, eine Lebensanzeige, genau. Und wir haben einen Vorteil, wir brauchen nicht auf unsere Steine achten. Das ist wirklich, also beim Belagern ist das ein ganz strategischer Vorteil. Dass man kein Problem hat mit Munitionsknappheit. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Die kriegen wir gleich. Sobald die andere Mauer beschädigt ist. Oh, schade, sie haben Schwimmbecken verfehlt. Schießen wir erstmal auf die. Lalalala. Jo. Nein, schade. Juhu, aber der falsche. Wenn ich den Turm noch ausschalten könnte, wäre das optimal. Die haben es auch nicht leicht. Also ich glaube, ich würde mir in die Hose pissen, wenn ich jetzt hier drauf stehen würde